Here is one of the three nests that I needed to destroy. May the Enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemy! The ideal way. I must kill the dominant one before destroying the nest. Yeah. Warum schießt man denn nur noch einmal bei dem Schattenblitz? Ich glaube, die haben das abgeschwächt mit dem Patch. Dass du das nicht mehr mit Dauerfeuer feuern kannst. Aber es wäre ja komisch. Flöpp. Ja, wie man sieht, dieses Nest wird nie wieder benutzt werden können. Aber es gibt nicht mehr dieses Bam, Bam, Bam. Oder ich habe irgendwas kaputt gemacht. Oder irgendwas mit dem Ring stimmt nicht so. Aber der normale Ring ist angelegt. Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Falscher Zauber. Au. Das ist doch nicht den ihr ernst. So brauche ich ja 20 Jahre, um was zu töten. Und ich werde nie in der Lage sein, meinen Mana aufzubrauchen. Weil es schneller regeneriert, als ich es überhaupt verbrauchen kann.
Ich hoffe, die lassen das so nicht. Oder ist es wirklich ein Fehler bei mir gerade? Ich weiß es nicht. Weil wozu gibt's denn die Skillung, die, sag ich mal, den Schattenangriff beschleunigt und solche Geschichten? Wenn es das hier ist. Eigentlich hat er gar keine Chance, mich zu treffen. Durch diesen Blitzschritt. Ich häng fest. Oh nein! Ich habe irgendwie am Baum festgehangen. Unglaublich. Oh, was für ein Unsinn. Ohne Kack, das muss ich mal eben kontrollieren. So. Es scheint wirklich im Moment so zu sein, dass dieser Schattenangriff wirklich nur so ein Einzelhitter ist. Wahrscheinlich war der Schussintervall denn wirklich zu schnell. Und deshalb haben die diesen Skill angepasst. Ups. Wenn ich diesen Intervall gehabt hätte, bei manchen Bossgegnern hier, hätte ich mich wahrscheinlich erhängt dabei. Vom Tempo her. Kämpft ruhig gegen die, aber mir ist das erstmal egal. Ja, ich bin den letzten Mal auch einfach an dem vorbeigelaufen, weil der mir schon so auf die Nerven ging.
Muss genug von den Viechern töten. Warum muss ich bei dem großen Ding... Ich mache gerade mal 90 Schaden pro Treffer und ich habe keine Möglichkeit, dem seinen Schattenwiderstand irgendwie zu verringern. Oder Magiewiderstand, was auch immer dieses Wesen hat. Kill the dominant one before destroying the nest. Blöpp. Vielleicht sollte ich andere mitnehmen. Also andere Begleiter, die eher auf Nahkampfschaden sind, weil die beiden sind ja sowohl als auch magisch unterwegs. Vom Schaden. I need a bit of practice. Oh nein. Komme ich sonst nicht dahin? Das ist mich eine Kiste. Ah, verflucht seid ihr Entwickler. Tut mir leid, aber es ist halt wirklich... Es ist ja eine Reduktion um die Hälfte der Geschwindigkeit zu vorher. Toll, nur Müll. Wüten ist dann Trick. Und wer bist du? Niemand Wichtiges. Weder Fischer noch das Mädel. Anscheinend hat dieses dicke Ding ein Obsidian gefressen. Basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our two lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left these behind. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Oh, da ist Blut. Cavern seems home to some creatures. Let's be wary. It could very well be the lair of that great Tenland the hunter spoke of. May the Enlightened protect me in this battle!
Ja, sieht aus, als wenn beide tot sind. Das ist schade. Aber auch ein bisschen nah. Judging by his clothing, he was a missionary. The two others are more recent, a man and a woman. Our missing couple, no doubt. They were dragged here and devoured alive. Oh, what a tragic fate. Vor allem, wie sauber die Tiere die Knochen abgenagt haben. Ohne dass die Kleidung beschädigt wurde. Ah ne, nur teilweise. Hilarius, sei besonders vorsichtig, wenn du das große weiße Tendern in diese Höhle bringst. Es ist unglaublich wild und die anderen Bestien befolgen seine Befehle. Unser ganzer Plan hängt davon ab, also gib dir Mühe, nicht zu einem weiteren seiner Opfer zu werden. I cannot believe that these missionaries use such a ruse to achieve their goals. Two youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Rinaigse. Their words are always sweet, but all they bring is death. Der ist doch ganz normal groß. Da habe ich schon größere gesehen. Families need to be informed. Nicht nur das, wir sollten auch gucken, ob wir nicht auch irgendwas finden in dieser Höhle. Zum Beispiel diese wundersame Leiter. Können wir uns einfach besser mit diesem Angriff arbeiten. Weil der geht immer noch genauso schnell wie vorher. Ich glaube, sie wollten verhindern, dass man mit dem Magier einfach zu viel Fernkampf machen kann und halt permanent vom Gegner wegbleibt. Ich hatte ja früher diesen Blitzschritt nicht. Das Sonne am Ende vom Tunnel. Allerdings sind Magier auch immer Fernkämpfer. Ja, aber wenn das ein bisschen, wie soll man sagen, vom Balancing plötzlich nicht mehr so passt, warum sollten sie nicht versuchen, daran ein bisschen zu drehen? Obwohl ich finde es halt, es sieht halt jetzt irgendwie komisch aus, wenn man das andere gewohnt ist. Wirkt es halt echt super langsam.
Meine Begründung hört sich immer komisch an. Das ist, weil ich behindert bin. Hallo Fertigkeitenpunkt. Da ist noch ein Außenposten der Missionare. Welches Missionarlager war es nochmal, wo die Inquisition zusammen mit den Forschern war? Na, ich werde es gleich sehen. Hab gehört, mit der Gewehrskillung kann man auch sehr viel Schabernack treiben. Ja, war ja heute Mittag, ja, Trubenix. Trunix. Da, und der spielt ja rein in Gewehrschützen, hat er jedenfalls erzählt. Und das soll wohl auch sehr mächtig sein später, weil der Schaden halt extrem ist. Bist du nicht wirklich sehbehindert oder was hatte das früher mit deiner Brille auf sich? Nein, ich bin nicht mehr sehbehindert als andere. Das war eine Brille zum Rausfiltern von blauem Licht aus den Monitoren. Also beziehungsweise Monitor verwendet ja RGB, also Red, Green, Blue, und dieses blaue Licht soll halt negativ sein für unseren Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Ist auch ein ganz schön erklärt eigentlich, wenn man mal auf so eine Seite geht, die solche Brillen verkauft. Natürlich wollen die auch ihre Brillen verkaufen, aber es ist eigentlich eine Sache, die kannst du am Monitor selbst einstellen, um diesen Blauanteil zu reduzieren. Du hast auch am Handy die Möglichkeit, zum Beispiel den Monitor, den Blauanteil zu reduzieren. Sieht halt ein bisschen anders aus und soll dagegen helfen, dass man auch abends, sag ich mal, nachdem man am PC war, schlafen gehen kann. Es gibt auch so eine Software, die lässt so den Monitor natürlich in der Farbe verändern, als wenn du einen Sonnenuntergang hast, also beziehungsweise als wenn jetzt dein Körper dann merkt, okay, es wird jetzt Nacht, der Monitor verändert jetzt seine Farbgebung. Durch solche Filterung. Good day. I'm the legate of the Congregation of Merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks? On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. I fought against a great number of Tenlins. One that was quite spectacular. Great white beast. Its mere presence seemed to aggravate the others, attract them and make them aggressive. A beast sent by the demons, no doubt. But stop taking me for a fool. We also found a journal detailing your vicious plan. I have only one piece of advice to give you. Leave, and quickly, or the Mother Cardinal will learn every detail of your manipulations. We shall be leaving as soon as possible. But let it be known that you are abandoning all of these poor souls to damnation. Perhaps you should be more concerned about your own soul, sister. People have died by your fault.
Sprich mit den Missionaren. Klick. Vertreibe die Missionare. Tschüss. Das war einfach. Wir wussten ja schon, dass sie die Arschlöcher sind in der Geschichte. Wieder alles richtig gemacht. Dieses idyllische Land mit den Leichen überall. Vor allem finde ich schon, dass mir eine Brille gut steht. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch keine Brille habe. In meinem Alter hatte sowohl meine Mutter als mein Vater auch eine Brille. Und meine Augen sind immer noch Bombe. Obwohl ich so viel vorm PC sitze. Mein Gott. Sie haben aus dem Nahkampf-Skill ein Flash-Skill gemacht. Hat der vorher schon zwischen den Pfeilen so hin und her gehüpft? Weil ich habe nichts gemacht, ich habe nur die Angriffstaste gedrückt. Guten Abend, Him. Jum. Tut mir leid, dein Bruder ist tot. Tschüss. Have you found my brother? I found him, but I'm truly sorry your brother is dead. Ante vos dire. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise and a tendon crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body. To give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlands might still be roaming there. Though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, Onol Manawi. I will not forget this. I must be leaving. Ich habe seit Anfang an nicht die Information, ob diese holzähnlichen Gestrüppe auf ihren Köpfen, ob das aus dem Kopf rauswächst oder ob das durch irgendwelche Rituale bei denen einfach angeklebt wird. Weil manche haben Geweih, andere haben kein Geweih. Das ist eine Sache des Testosterons. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Na. Sir Tonsidag. Please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of the great Tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by into the night. I'm so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel, Onol Manawi. Two deaths are enough. Thank you. Warum stimmt das nicht, was der Chat sagt? Ich habe schon alle drei Nester getötet. I must leave now. Beziehungsweise alle Nester zerstört, alle drei. Das letzte war nämlich das in der Höhle. May the trees protect you, Onol Manawi. My sister may now return to the earth.
Hier stimmt was nicht. Excuse me. You have returned. Were you able to help my village in their troubles? Not yet. Then how can I help you? I need to leave. Very well. Shit. Moment. Nee, ein Nest. Hab ich das Nest in der Höhle nicht kaputt gemacht, nachdem ich den getötet hab? Ach, scheiße. Ich habe wirklich ein Nest noch nicht kaputt gemacht. Warum habe ich gedacht, es wären drei? Ich glaube, ich muss wirklich einen früheren Stand laden. Scheiße. Das war die Stelle, wo ich nachguckt habe, ob es mit dem Schießen noch richtig funktioniert. Ich glaube, ich muss mit der noch einen weiteren Dialog führen, weil die halt immer noch markiert ist. Also irgendwas stimmt hier bei dem Quest gerade nicht. Und dann heißt es wieder, dieses ganze Hin- und Hergelade, das ist ja total schrecklich bei dir. Wo ich dann sagen muss, ja, tut mir leid. Wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann funktioniert etwas nicht so richtig. Und dann heißt es, du musst nur den Questlog richtig lesen. Wenn du den Questlog richtig liest, dann wirst du auch keine Fehler machen. Do you have any news? Not yet. Tell me about the Tenmans, about their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. Very well. It is possible. Ah. Forgive me for it. You are very well. I must leave now. So, und die hat mir jetzt mich vom letzten Punkt gesagt, wo ich das Nest zerstören muss. Auf der Lichtung, was auch immer. Wir können natürlich versuchen, damit wir keine Zeit verlieren, jetzt das Selfie davor und dann gehen wir einfach nach Westen auf diese Lichtung und gucken, ob das Nest da ist und zerstören das eben. Here is one of the three nests that I needed to destroy. Hoffen wir mal, dass das Quest so aufgebaut ist, dass das immer noch geht. Ach Scheiße. Inzwischen ist der Morgengrauen aber vorbei.
It is dawn. The ideal moment. I must kill the dominant one. Ach so. Haha, man kann am Nest einfach warten. Wann geht es weiter mit Total War Warhammer auf dem Kanal? Wenn man ganz fest daran glaubt, dann ist die nächste Folge schon da. Das dritte Nest ist zerstört. Der Master Hunter wird erleichtert, es zu hören, ich bin sicher. Die Nests sind zerstört. Und mit dem Tod des Weißen Tenants, die Attacken sollten ziehen. Und wir sind sogar in der Lage, die Missionaries zu verlassen. Katasak sollte uns jetzt folgen. Lass uns ihn finden. Also es ist gerade keine Folge produziert worden. Das hast du gestern schon gesagt, das hat nicht funktioniert. Doch, wenn du ganz fest daran glaubst, dann ist das so. Ah, es wird ein Koffer voll Geld erscheinen vor meiner Tür, der dann aber von jemand anderem mitgenommen wird wahrscheinlich. I can see from your face that you were victorious. Indeed, I put the White Tenlin down. Who is enraging his kind and destroyed their nests. The attack should no longer trouble you. As for the missionaries, we were able to convince them to leave, although they were not willing to reveal their involvement in the attacks that caused you such harm. And so they were in some way responsible. I had my suspicions, but I could not see their reasons. They brought a particularly large beast here that attracted and enraged the others. This is what provoked the attacks and brought on our despair. These people have blood on their hands. In the end, we found the missing young ones. But alas, it was too late. Devoured by wild beasts. Undivorced Tyr Ent. You did well on Almanawi. Now they shall be able to find the rest. Will you agree to accompany me now? My cousin needs your help. I have packed what is needed. I am ready to journey with you. Selbst Zahnbürste hat er eingepackt. Sein bestes Kiefernstück. This pain, it'll be the death of me. I can't control my body. It's like being a stranger in a marionette set ablaze, consumed by a smoldering fire. The moment's growing near, isn't it? Am I about to surrender my ghost to the Reaper of Souls? You pop in just when you're needed, cousin, as always. Who are you? Your hand is cold as ice. Your cousin is burning. That is such a relief. Let me present Katisach, Constantine. He is the greatest healer on the island. He will help you. Please, stay. I am here for you, Rnaixe. And I will not leave until I found a way to ease your pain and suffering. Fill your mind with the patience of the ocean. I know not how much time I will need. I've never seen such a sickness. The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Thank you. Und mir tut Konstantin echt voll leid. The science surgeon of the Alliance was good for was letting blood. Until he'd run out of vials. I give you my last ounce of hope. Thank you, cousin. I don't want to imagine my plight without your intervention.